Hallo und herzlich willkommen bei BroTV. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz schnell und einfach diesen Geldkoffer für die Flitterwochen zaubern könnt. Viel Spaß bei diesem Video. Als erstes habe ich die Ecken eines Tonpapiers etwas abgerundet, damit ich diese kofferähnliche Form erzeugen kann. Danach habe ich einfach einen flachen Karton mit Heißkleber darauf befestigt, damit der Koffer etwas gefüllter wirkt. Darüber kommt dann wieder eine Lage Tonpapier, bei dem ich ebenfalls die Ecken abgerundet habe. Nun befestige ich zwei Streifen beiges Tonpapier als Kofferbänder, ebenfalls wieder mit Heißkleber. Außerdem habe ich noch zwei Henkel aus dem gleichen Tonpapier ausgeschnitten und diese klebe ich dann von beiden Seiten auf den Koffer. So konnte man das Geschenk übrigens super transportieren. Da das Brautpaar die Flitterwoche in Kanada verbringt, habe ich hierfür den passenden Reiseführer gekauft. Den fixiere ich mit wenigen Punkten Heißkleber auf dem Koffer. So kann das Brautpaar den Reiseführer einfach lösen und hoffentlich in den Flitterwochen gut gebrauchen. Außerdem habe ich noch eine Landkarte von New York auf dem Koffer befestigt, da New York ebenfalls auf der Reiseroute stand. Jetzt habe ich einfach noch zwei Streifen buntes Papier gelocht und beschriftet mit Mr. und Mrs. sowie Honeymoon, das sind quasi die Gepäckanhänger. Diese habe ich dann mit einer schönen Kordel am Griff befestigt. Nun habe ich einfach nur noch beiges Tonpapier als Kanten angebracht und natürlich darf das Flitterwochen-Taschengeld nicht fehlen. Hierfür habe ich wieder Herze gebastelt, dazu habe ich euch ja schon mal eine Videoanleitung hochgeladen, die findet ihr in der Infobox verlinkt. Und schon ist der Geldkoffer fertig. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge BroTV wieder. Ciao!